Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Wir schauen uns heute wieder einige Verse aus der Bergpredigt an. Und zwar die Verse Matthäus Kapitel 5, 27 bis 32. Das sind 6 Verse. In diesen 6 Versen geht es um Sex und Liebe und Lust und Gewalt. Also das ist eigentlich richtig ein Drama, sind diese Verse. Okay, und es sind Worte Christi. Müssen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Ich lese am besten mal vor. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. 7. Gebot, ne? Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Okay, es ist eine Auslegung, die Jesus hier gibt, zum 7. Gebot, zum Gebot über Ehebruch. Wenn er also hier sagt, ich sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen, setzt Folgendes voraus. Entweder der, der schaut, ist verheiratet, oder die Frau, die angeschaut wird, ist verheiratet. Alles klar, weil es geht ja um, du sollst nicht Ehe brechen. Und wie willst du Ehebruch begehen, wenn du zum Beispiel überhaupt nicht verheiratet bist? Na, denn manche denken, der begehrende Blick, der ist böse. Aber wisst ihr was? Der begehrende Blick ist natürlich. Wie zum Beispiel sollen sich ein Männlein und ein Weiblein jemals treffen und dann heiraten, wenn sie nicht irgendwie irgendwas aneinander finden? Ich meine, stimmt oder stimmt's? Das ist doch klar. Irgendwie musst du merken, wenn du an dir vorbeigehst, knister, knister, da ist was. Na, und das hat jetzt nichts mit dem verbotenen Begehren zu tun. Vielmehr geht es hier um was anderes. Also es ist nicht ganz so streng, wie das oft verstanden oder ausgelegt wird. Ich sage euch, jeder, der eine Frau, wir können auch sagen, jeder, der eine Ehefrau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Das heißt, er schaut eine andere Frau, eine Frau eines anderen Mannes an, eine Frau, mit der er nicht verheiratet ist. Und dieses, sie ansieht zu begehren, bedeutet, es ist der Entschluss in seinem Herzen vorhanden, wenn ich einen Moment herbeiführen kann, wo ich mit der zur Sache kommen kann, dann werde ich das durchziehen. Okay, das ist also nicht der flüchtige Gedanke, ach, die Person schaut aber mal gut aus, oi, da, doi, schau mal, sondern da geht es um ein wenig mehr. Okay, für Jesus ist der Entschluss im Herzen, mit einer Person Ehe zu brechen, wenn er die Gelegenheit bekommt, genauso schlimm wie die Tat selber. Bei Gott zählt nicht nur die Tat, sondern auch der Entschluss zur Tat. Da zählt es, was im Herzen passiert, im Vorfeld zur Tat. Seid ihr dabei? Wichtig, dass wir das verstehen. Wichtig, dass wir das verstehen. Denn jetzt wird es dramatisch. Jetzt kommt die Gewalt ins Spiel, von der ich gerade geredet habe. Vers 29. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass gibt zur Sünde, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkomme und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Jetzt ist es natürlich metaphorisch zu verstehen. Okay? Das ist nicht wörtlich zu nehmen, ihr Lieben, logischerweise. Denn schau, wenn du das rechte Auge ausreißt, dann kannst du mit dem linken genauso gut weitersündigen. Amen. Wenn du dir die rechte Hand abhackst, dann kannst du mit der linken genauso gut weitersündigen. So, darum geht es also nicht. An was für eine Begebenheit mag Jesus gedacht haben? Als er gesagt hat, in der Bibel, biblische Begebenheit, mag Jesus gedacht haben, als er gesagt hat, es ist besser, du verlierst deine Augen, als dass du hier mit der falschen Frau rummachst. Wer hat in der Bibel seine Augen wegen einer Frau verloren? Simson im Richterbuch Kapitel 16. Muss man nachlesen, was da steht. Was seine genaue Familiensituation ist, das wissen wir nicht. Aber sie ist auf jeden Fall schwer gestört. Und was passiert jetzt? Jetzt ein paar Verse weiter im Kapitel 16 von Richter. Gewinnt er eine Frau lieb im Tal Sorek. Das heißt nicht, dass er sie heiratet. Er gewinnt sie nur lieb und hängt bei ihr rum. Und pennt mit ihr. Und sie ist aber nicht so verliebt wie er in sie. Als nämlich die Philister mitkriegen, dass Simson, ihr Feind, bei dieser Frau da übernachtet, kommen sie zu ihr und sagen zu ihm, pass mal auf, Delilah, pass mal auf. Dieser Simson ist der starke Simson. Der hat mit einem Eselskinnbacken 1000 unserer Soldaten
getötet. Wir werden dem nicht Herr, der ist unbesiegbar. Wir wollen ihn aber besiegen. Finde raus, was ihn so unbesiegbar macht, wie wir ihn seiner Superkraft berauben können. Und jetzt pass auf, was sie macht. Sie sagt, Simsoni, Liebling, und streichelt ihm die Haare, während er so in ihrem Schoß liegt. Ja. Was muss man tun, damit du schwach wirst? Und er sülzt sie voll und erzählt ihr einen Quatsch. Und sie probiert es aus. Er schläft ein und dann ruft sie, Philister über dir. Aber das, womit sie ihn gebunden hat, das zerreißt er einfach. Und sagt, wo sind sie? Und das klappt immer nicht. Sie handelt im Auftrag der Philister. Die Philister haben ihr 1100 Schekel angeboten. 30 Schekel hat ein Sklave gekostet. Jetzt gehören ihr demnächst 1100. Weißt du, wie viele Sklaven du mit 1100 Schekel kaufen kannst? Das ist ein Millionenbetrag, den die Philister ihr geben, wenn sie Simson auf die Schliche kommt. Und sie bedrängt ihn, sie nölt ihn voll, sie stänkert, sie motzt, sie macht, sie tut, bis es seine Seele zum Sterben leid ist. Und dann sagt er ihr, worin seine Kraft liegt. Ich bin ein Nazirer, mir hat man nie die Haare geschoren. Ja? Wenn man mir die Haare schneiden würde, dann wäre ich schwach wie jeder andere auch. Und genau das passiert dann. Sie schneidet ihm, wenn er schläft, die Haare, aber diesmal ist er gebunden und diesmal reißen die Stricke nicht. Die Philister kommen, packen ihn, stechen ihm die Augen aus. Und dann wandert er ins Gefängnis und muss die Mühle mahlen, wie Conan der Barbar. Ja, der muss die Mühle, im Gefängnis muss er die Mühle antreiben. Furchtbare Sache. Der Mann hat wegen einer Frau seine Augen verloren, weil er die falsche Frau angeschaut hat. Okay, was lernen wir daraus? Aus dieser Begebenheit jetzt. Lass dich nicht mit der falschen Frau ein, okay? Wenn du zwar mit ihr lebst, wie wenn du mit ihr verheiratet wärst, aber nicht bist, dann weißt du nicht, wo die Loyalität wirklich ist bei dieser Person. Seid ihr noch da? Ich spreche jetzt speziell über Simson und Delilah natürlich. So, es ist so eine Sache. Er ist möglicherweise verheiratet oder seine Frau ist gestorben, auf jeden Fall ist er dauernd bei ihr. Sie ist seine Geliebte. Er liebt sie, aber sie liebt das Geld. In Sprüche 1, ich denke Vers 26, da heißt es, pass auf die Frau eines fremden Mannes, sie macht Jagd auf dein kostbares Leben. Ganz genau das macht diese Frau, die allerdings wahrscheinlich ledig ist. Sie ist lediglich die zu der er kommt, er hat einen Schlüssel zu ihrem Apartment und kann da hingehen. Jetzt ist aber die Stimmung irgendwie nie gut. Wahrscheinlich sieht sie gut aus und körperlich ist alles prima, aber vom menschlichen Zusammensein stänkert sie die ganze Zeit. Sie stänkert die ganze Zeit und sie nölt die ganze Zeit, bis es seine Seele zum Sterben leid ist. Vorschlag zur Güte. Wenn du eine schöne Freundin hast oder einen schönen Freund, wenn du eine Frau bist, ja, einen schönen Freund hast und die sehen so gut aus und alle anderen, die begehren die und die finden die auch so super. Aber wenn du mit ihr zusammen bist, hinterher bist du wie ausgelaugt. Hinterher bist du fertig. Du bist nicht auferbaut, sondern ausgelaugt. Die Person sieht gut aus, aber hinterher ist seine Seele ausgedörrt. Dann ist es gut, wenn du mit so einer Person Schluss machst. Sag mal mit mir, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Ich bin mir sicher, Jesus hat an diese Begebenheit gedacht. Oh mein. Wisst ihr, wer noch auf die falsche Frau reingefallen ist? David natürlich. 2. Samuel Kapitel 11. David steht auf der Terrasse und er blickt hinab und er sieht, wie sich eine Frau im Bad. Diese, jetzt pass mal auf, ich sag's mal, wie es ist, okay? Darf ich das? Okay, gut, pass auf. Wir sind ja erwachsen und alles. Es ist so, dass diese Frau sich gerade reinigt von ihrer Unreinigkeit. Also die schwimmt jetzt also nicht nackt im Swimmingpool und macht irgendwie so auf Playboy Bunny oder so, sondern das ist eine eher private Angelegenheit, wo sich die da reinigt. Verstehst du? Das ist also, wie gesagt, eine eher private Angelegenheit. Und David, der sieht das Ganze und sieht und denkt sich, ja, was macht denn die da und überhaupt? Und aus irgendeinem Grund kickt es bei dem los und er sendet hin und fragt, wer diese Frau ist. Und dann lässt er sie auch noch holen. Das ist die Frau vom Uriah, aber das ist ihm völlig egal. Es ist ihm völlig egal, er lässt sie trotzdem holen. Wisst ihr, was mir das zeigt? Dass in seinem Herzen der Entschluss gefallen war. Wenn ich die Gelegenheit bekomme, dann mache ich mit der rum, dass es nur so eine Art hat.
Ja, das hat sich der gedacht. Das ist exakt genau das, wovor Jesus hier warnt, in unserer Bergpredigt, in diesen Versen. Er sagt, wenn du eine Frau anschaust, die du zu begehren, dann hast du schon Ehebruch begangen. Und genau das macht er jetzt. Er hat bereits Ehebruch begangen. Als er sie gesehen hat, wie sie sich privat berührt hat und so weiter und gewaschen hat und gereinigt hat, hat sich der gedacht, du meine Güte, und hat sie bringen lassen. Das hätte er nicht gemacht, wenn er nicht in seinem Herzen den Entschluss gefasst hätte. Ihr Mann ist im Manöver, der ist weg. Gute Gelegenheit. Gelegenheit macht nicht Liebe, sondern Unzucht, meine Damen und Herren. Und naja, und dann passiert es tatsächlich. Und der Rest ist Geschichte. Auf mehr kann jetzt da gar nicht eingehen. Was hätte David machen sollen? David hätte definitiv nicht so spät auf dieser Terrasse herumhängen sollen und er hätte auch nicht in die Gärten von anderen Leuten schauen sollen. Amen. Meine Güte. Der hätte mit den anderen im Manöver sein sollen. Ja, und so und sich da beschäftigen, mit intelligenten Dingen beschäftigen. Sag mal, mit mir Müßiggang ist aller Laster Anfang. Schau, die Sache ist nämlich die, du kannst jetzt nicht sagen, ach, diese Kollegin da, die finde ich zwar ganz gut, aber ich soll ja nicht an sie denken. Ich soll ja nicht an sie denken. Weißt du, was du dann zwangsläufig machst? Du denkst an sie, ist doch ganz klar. So wie man einem König mal gesagt hat, König, ich habe hier ein Elixier, also der Alchemist, ja, kam zu ihm und hat gesagt, König, ich habe hier ein Elixier, wenn du einen Schluck trinkst, dann fällt dir jede Frau zu. Und der König sagt, super, was willst du denn haben? Ja, 1.000 Gulden. Und der König sagt, oh, ist aber viel. Ja, aber denk an den Nutzen. Also, gut, der König gibt also die 1.000 Gulden. Und der Alchemist sagt, alles klar, nur eins muss ich noch sagen. Immer, wenn du einen Schluck nimmst von dem Zeugs, darfst du nicht an Bären denken. Okay, gut, was macht dieser König jetzt jedes Mal, wenn er einen Schluck trinkt? Er denkt an Bären, richtig, weil er ja nicht dran denken soll. Merkt er was? Wenn du was verboten bekommst, dann willst du das erst recht. Wenn Jesus zu dir sagt, schau keine Frau nicht an, dann sagst du, allzu gut. Und Frau? Ja, und im nächsten Moment machst du die David-Fehler. Jesus fährt fort. Ich lese es euch vor, mit was er fortfährt. Es wird nicht besser. Er sagt, Vers 30, und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkomme und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Also Ehebruch und Hölle sind nicht gut. Wir wollen auch nicht unsere Augen verlieren wie Simson. Und jetzt kommt Jesus an und sagt, ja gut, hau dir die rechte Hand ab, wenn sie dir Anlass zur Sünde gibt, wenn sie eine Falle für dich ist. An was für eine Geschichte mag Jesus da gedacht haben in der Bibel? Und wisst ihr was? Es gibt einen jungen Mann in der Bibel, der sich wirklich in einer gewissen Weise die Hand wegen einer Frau abgehauen hat, damit er nicht mit ihr sündigt. Und wisst ihr, wer das war? Mit J fängt er an, mit F hört er auf. Na, Josef war das. Josef war zwar ein Sklave, aber als solcher hatte er als Gutsherr, als Verwalter Macht über die Güter von Potiphar. Die Güter von Potiphar waren in seiner Hand. Richtig? Jetzt pass auf, was passiert. Die Frau von Potiphar, die wirft ein Auge auf ihn. Wir sind in 1. Mose Kapitel 39. Sie wirft ein Auge auf ihn und nicht nur das, sondern sie macht das, was Jesus sagt. Sie hat in ihrem Herzen den Entschluss gefasst, wenn mit dem was geht, dann lege ich da los. Ich schaue ihn an, seiner zu begehren. Sie ist eine Ehebrecherin im Herzen. Noch nicht buchstäblich, weil nämlich das Objekt ihrer Begierde, Josef, macht nicht mit. Sie sagt zu ihm, liege bei mir. Und ich garantiere euch mal eins, diese Frau war nicht hässlich. Glaubst du das? Die Frau von einem hochgestellten Beamten am Hof vom Pharao, ey, hallo, garantiert war die nicht hässlich. Und jetzt macht er nicht mit. Und dann packt sie ihn eines Tages und er sagt sich, nein, hör auf, Mensch, lass deine Bluse zu und so weiter und lass mich los und überhaupt. Und als er merkt, die macht immer weiter und so, zieht er sein Gewand aus, schlüpft aus diesem Gewand heraus und rennt davon. Ihr Lieben, jetzt überlegt mal. Der läuft davon, dass er mit dir nicht sündigt, aber sein Gewand ist bei ihr in der Hand. Ja, Josef war doch nicht blöd, der hat doch ganz genau gewusst, wenn Potiphar sie trifft mit seinem Gewand in der Hand
und er ist hier quasi mit Lendenschutz davongelaufen, ja, dann denkt der natürlich, dass Josef was von ihr wollte. Das konnte sich der doch ausrechnen. Er ist jetzt nicht zurückgegangen und hat das Ding wieder weggenommen, sondern ist einfach geflüchtet, so schnell wie es ging. Wahrscheinlich war es schon entsprechend hintrapiert, ja, dass es da das Gescheiteste war, dass man sie liegen lässt und schaut, dass man Land gewinnt. Aber Josef wusste genau, ja, jetzt beschwert sich die über mich natürlich und dichtet mir was weiß ich was an, einen Vergewaltigungsversuch und ich bin geliefert. Mein Gewand ist ja in ihrer Hand und wo lässt du schon mal dein Gewand, meine Güte? Ja, also meine Frau würde sich bedanken, wenn ich ohne Anzug heimkäme und sagen würde, ja, ich komme aus der Seelsorgebesprechung. Das wäre sehr komisch. So ist doch logisch. Ich meine, radier das weg. Oh Mann. So, der konnte das ausrechnen. Wisst ihr, was der Mann da gemacht hat, was Josef da gemacht hat? Der hat sich praktisch die Hand abgehauen, die Hand der Autorität und der Vollmacht über die Güter von Josef, über die Güter von Potiphar. Er hat sich dieser Macht und dieser Autoritätsposition entzogen. Er wusste, ja, jetzt werde ich verurteilt, jetzt komme ich ins Gefängnis. Und es ist ja auch dann so passiert. Aber jetzt ist mal auf. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Sache ist nämlich die, dass Josef zwar tatsächlich diese Ungerechtigkeit eingesteckt hat, es ist ihm widerfahren. Diese Frau hat ihm beschuldigt, das zu wollen, was sie wollte. Sie hat ihn für das verurteilt, was sie wollte. Ist es böse oder ist es böse? Die Frau von Potiphar, das ist wirklich furchtbar. Aber er hat lieber die Herrschaft, die herrschende Hand, seine rechte Hand sozusagen, über die Güter von Potiphar fahren lassen, als dass er mit dieser Frau hier sündigt. Warum hat er das gemacht? Weil er wusste, Gott sieht mich und ich muss mich eines Tages für meine Taten vor Gott rechtfertigen. Und wie soll ich das bitte rechtfertigen? Potiphar vertraut mir in allem. Er hat mir nichts vorenthalten, bis auf seine Frau. Und es wäre ja unverschämt, wenn ich mir die dann einfach nehmen würde. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Und er hat gewusst, das ist ein Test. Wenn ich diesen Test bestehe und mit dieser Frau nicht rummache, obwohl ich könnte und es wohl auch Spaß machen würde, okay, wollen wir mal überhaupt nicht in Abrede stellen. Du meine Güte, wenn ich dieser Versuchung widerstehe und mich in dieser Prüfung bewähre, dann werde ich vielleicht den Potiphar und seine Güte verlieren, aber ich bin dann im Reinen mit Gott und dann kann Gott mit mir machen, was Gott will. Und Gott hat mit Josef gemacht, was Gott wollte. Wisst ihr, was Gott mit ihm gemacht hat? Er hat ihm nicht nur die Güter Potiphars gegeben, er hat ihm ganz Ägypten in die Hand gegeben. Er hatte ganz Ägypten in seiner Hand. Er hat sich die rechte Hand vielleicht abgehauen, ja, aber ihm ist eine neue rechte Hand gewachsen, die noch viel, viel größer und viel, viel mächtiger war. Seid ihr noch dabei? Oh, ist es gut oder ist es gut? Ich war total begeistert, als ich das so herausgefunden habe und mir dafür ein wenig Gedanken darüber gemacht habe. So bewähre ich in diesen Dingen. Schon die einzige wirkliche neue Tugend, die das Christentum, die Jesus und das Christentum, Paulus auch natürlich, in die antike Welt gebracht haben, die war die Keuschheit. Ich lese jetzt mal weiter schnell. Verse 31 und 32 jetzt noch. Es ist weiter gesagt, wer seine Frau entlassen will, der gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, also Ehebruch, der macht, dass sie Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Also das sind ziemlich strenge Worte. Man muss das jetzt allerdings hinter dem Hintergrund sehen, vor dem Jesus das gesagt hat. Es ist nämlich so, dass es wahrscheinlich kein Volk gegeben hat, das vom Ideal her die Familie höher geschätzt hat als die Juden. Die haben die Geschichte von Adam und Eva. Adam und Eva ist der Prototyp für die Ehe. Es ist das Prinzip der Ehe verkörpert. Da gibt es einen Mann und eine Frau für immer. Ein Leben lang. Die konnten sich nicht scheiden lassen, Adam und Eva. Wen hätten die sonst heiraten sollen? Die hatten nur einander. Von daher ist es ganz klar, die sind's. Und Ehe ist für immer ein Mann, eine Frau, für immer, die miteinander Kinder in die Welt setzen. Das ist das Ideal, das ist das Prinzip. Und das haben die Juden natürlich hochgehalten, lange Zeit. Auch die Römer übrigens. Die Römer haben eine extrem starke Familienbindung gehabt. Und damals gab es das Recht des Vaters, Patria Potestas.
Das bedeutet, dass der Vater der König der Familie war und kein Sohn jemals richtig volljährig geworden ist, solange der Vater gelebt hat. Der konnte Konsul sein, der konnte wichtiger General sein. Wenn der Vater gepfiffen hat, dann ist der Sohn gekommen. Also die Familienbande, die waren da extrem stark, die haben sich umeinander gekümmert. Ja, der eine um den anderen, also hammermäßig. Bei den Griechen war es ganz anders. Die Griechen, die hatten zwar Ehefrauen, aber nur um legalen Nachwuchs in die Welt zu setzen und um ansonsten das Haus sauber zu halten. Für ihr tägliches Vergnügen sind sie zu den Konkubinen gegangen oder in den Tempel von der Aphrodite, wo 1000 geweihte Huren zur Verfügung standen. Und wenn du dann auch noch Geld hattest und so, dann konntest du dir eine quasi Geisha leisten, eine Hetäre. Okay? Das sind Frauen gewesen, die Bilderbuch schön waren, die außerdem extrem gebildet waren, die künstlerisch begabt waren und singen konnten und was weiß ich was, die sich mit Männern auf ihrem Niveau unterhalten konnten, was damals sehr wenige Frauen konnten. Und die waren durchaus im Ansehen. Das waren zwar für unsere Begriffe teure Huren, aber mehr nicht, aber für die war das damals ganz anders. Das waren also besondere Frauen. In anderen Worten, für die Griechen war die Ehe und Familie also nicht so wichtig. Und als dann die Römer die Griechen erobert haben, haben die Römer mit ihrer Sittenstrenge die griechischen lockeren Sitten übernommen und sind verwildert und verwahrlost, bis zum Schluss eine Frau 8 Ehemänner in 5 Jahren hatte zum Beispiel. Und bei den Juden war es zum Schluss so ähnlich. In Jerusalem gibt es die Schammai-Straße und die Hillel-Straße. Sie sind nach zwei berühmten Rabbis benannt. Rabbi Schammai hat gesagt, Scheidung nur bei Ehebruch und ansonsten nicht. Rabbi Hillel dagegen hat gesagt, ja, so streng kann man das nicht sehen. Das Anstößige, von dem Mose redet, wenn ein Mann etwas Anstößiges in seiner Frau sieht, dann kann er sich von ihr scheiden lassen. Dieses etwas Anstößige, das kann alles Mögliche sein. Kann sein, dass er das Essen angebrannt hat, kann sein, dass er schlecht über seine Eltern redet in seiner Gegenwart, kann sein, dass er einfach so ohne Kopfbedeckung auf die Straße geht oder dass er keift und schreit, dass man es im Nachbarhaus hört oder einfach, dass er nicht so gut aussieht wie diejenige, die ich jetzt gern hätte. Dann konntest du hergehen, konntest schreiben, du bist jetzt frei und los und kannst dich verheiraten mit wem du willst, ich werde dich nicht mal als meine Frau gebrauchen. Hier, 2 Zeugen als Zeugen. Und dann hat die Frau einen Scheidebrief bekommen und konnte gehen. So leicht war damals bei den Juden die Scheidung. In anderen Worten, die waren nicht sittenstreng seiner Zeit mehr, sondern die waren, es war quasi wie heute. Es war wie heutzutage. Okay, dass Ehe und Familie und diese Dinge, dass sie ziemlich am Boden zerstört waren. Kinder waren ein Problem, es wollte keiner mehr Kinder haben. Bei uns wollen sie keine Kinder mehr haben, weil die CO2 produzieren und das Klima schädigen und den Planeten beanspruchen. Und damals, weil sie die Figur ruinieren und überhaupt, ist es halt so wirklich schwierig gewesen. Okay? Und die ganze Welt, die ist dem Rabbi Hillel nachgegangen und den Griechen. Kraut und Rüben, so war das seinerzeit. Und da kommt jetzt Jesus an und sagt, wir machen das anders. Scheiden kannst du dich nur lassen bei Ehebruch. Ansonsten nicht. Basta. Und Paulus fügt später hinzu im 1. Korintherbrief Kapitel 7, da sagt er, wenn ein Bruder oder eine Schwester vom Ehepartner verlassen wird, dann ist er in dem Fall nicht gebunden, zum Frieden hat er uns berufen. Kannst du in 1. Korinther Kapitel 7 nachlesen. Also es gibt 2 Gründe in der Bibel für Ehescheidung und es ist einmal Ehebruch und zweitens verlassen werden. Wenn du verlassen wirst, was willst du dann auch groß machen? Aber ansonsten sagt das Wort Gottes, bleib verheiratet. Die Sache ist nämlich die, das Geheimnis, schau, dass du, wenn du dich von jemandem getrennt hast, wahrscheinlich wieder eine Person dir suchst, die so ähnlich ist wie die Person, von der du dich gerade getrennt hast. Weil du einfach eine bestimmte Art von Frau bevorzugst, oder Mann jetzt in dem Fall. Kann ja auch sein. Okay, und der Herr sagt da, pass auf, mit dem Nächsten wird es auch nicht besser als wir mit dem Ersten. Bleib also dabei, versuch das mit dem Ersten hinzukriegen. Entschließ dich dazu, bei der Person zu bleiben, dann bekommst du von Gott eine Gnadengabe,
dass du mit der Situation verheiratet zu sein, mit dieser Person zurechtkommst. Paulus sagt auf jeden Fall im 1. Korinther Kapitel 7, ich denke, es ist Vers 6 oder so, da sagt er, ich wünsche, dass ihr alles so werdet wie ich, ledig, aber ihr seid verheiratet, auch gut, macht nichts. Jeder hat seine eigene Gnadengabe. Du bekommst, wenn du verheiratet bist, von Gott eine Gnadengabe, um mit den Problemen der Verheirateten zurechtzukommen. Und wenn du ledig bist, mit einer Gnadengabe, um mit den Problemen, die ledige Leute haben, zurechtzukommen. Eine Gnadengabe von Gott. Dazu musst du aber Ja sagen zu deinem Zustand. Wenn du verheiratet bist mit der Person, dann musst du sagen, ja, bei Gott, wir haben eine Gnadengabe von Gott und wir werden es schaffen. Nur dann, wenn du Ja dazu sagst, wird diese Gnadengabe Gottes, wird diese Salbung des Heiligen Geistes wirksam und es wird wieder besser in deiner Ehe. Wenn du die ganze Zeit so feindselig bist und die Person am liebsten loshaben möchtest und es auch immer wieder rausbellst, ich lass mich scheiden, ja, dann kann diese Geistesgabe, dann kann diese Gabe von Gott nicht wirksam werden. Kannst du das nachvollziehen? Wichtig. So, sag halt so Ja dazu. Was der andere macht, ist seine Sache. Vielleicht sagt der andere Nein und haut ab und lässt sich zum Schluss von dir scheiden. Dann ist es zwar bedauerlich, aber was willst du machen? Dann bist du nicht gebunden in dieser Situation. Amen. Okay, jetzt noch was, noch ein Punkt. Was aber, wenn es passiert? Was aber, wenn es passiert ist, aus irgendeiner eigenartigen Verfasstheit der Seele heraus lässt sich ein christliches Ehepaar scheiden. Was nun? Gut. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn es passiert ist, bitte den Herrn um Vergebung und dann mach weiter. Dann schau, was das Leben dir bringt. Ja? Empfang diese Vergebung vor allem auch und sag dann, hey, meine Fehler werden mich nicht begrenzen. Gott ist immer noch mit mir. Gott ist reich an Barmherzigkeit und Vergebung. Und er wird mir helfen, diese Fehler nicht mehr zu machen. Ich werde es packen. Woher weiß ich das? Denk an die Frau am Brunnen in Samaria, Johannes Kapitel 4. Jesus setzt sich hin an den Brunnen, diese Frau kommt und sie sprechen miteinander. Und Jesus sagt ihr auf den Kopf zu als Prophet, 5-mal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, der ist nicht dein Mann. Aber Jesus verurteilt sie jetzt nicht, Jesus schmeißt sie jetzt nicht raus und sagt, geh weg, du Unheilige oder irgendwie sowas, sondern er verschafft dir tatsächlich eine Begegnung mit sich. Er spricht mit dir und er führt sie zu Gott. Und diese Frau mit ihren Problemen und mit ihrer vielfachen Scheidung wird zu einer Evangelistin und gewinnt dieses ganze Dorf in Samaria für Jesus. Die bekehren sich zum Schluss alle zu Jesus. So, nur weil du 5-mal verheiratet bist und jetzt mit irgendeinem Fuzzi zusammenwohnst, heißt nicht, dass bei dir alles vorbei ist. Der Herr gibt dir eine neue Chance.